Ah, da sind wir wieder. Also vor allem vier KI-Wars. Und Deutschland ist am Sack. Wirtschaft ist am Arsch. Okay, aber der Weltkrieg hat begonnen. Bei Frankreich ist im Krieg mit der GR, wobei. Wird spannend, wir haben ja Frankreich faschistisch. Und wir haben ja Österreich-Ungarn. Und wir haben den polnischen Bürgerkrieg, wobei der polnische Bürgerkrieg, weiß ich nicht. Ja, ich glaube. Wobei... Deutschland hat Rumänienkrieg erklärt. Die algerische Koalition. Okay. Okay. Cool. Deutschland müsste eigentlich hier an der Stelle jetzt Polen helfen. Aber stattdessen machen die da unten jetzt in Afrika auf einmal Krawall. Die Franzosen und die Deutschen. Und natürlich Rumänien. Also Kriegserklärung gegen Rumänien verstehe ich jetzt mal überhaupt nicht. Marokko. Upper Volta. Was für Upper Volta? Was ist die Erklärung? Was ist denn überhaupt in Afrika passiert, dass es so viele kleine Nationen gibt? Upper Volta, Tatsache. Das ist einfach Deutschland. Halt, kein Problem, einfach Deutschland. Schön. Die erklären jetzt allen da unten den Krieg. Dass einer ihren Kollegen in Europa hilft. Hier, die Polish Senation Junta. Ja, stattdessen erklären die Franzosen allen da unten den Krieg. Und die armen Polen kriegen auf die Schnauze im Bürgerkrieg. Alles klar. Das, meine Damen und Herren, ist übrigens der afrikanische Krieg. Wir ihn jetzt einfach mal nennen. Ja. Naja, dadurch, dass sie natürlich der algerischen Koalition beigetreten sind. Syrien. Ach so. Das sind irgendwie alles Gebiete, die neutral geworden sind irgendwie. Oder unabhängig. Syrien zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die Unabhängigkeit entlassen haben oder was da genau passiert ist. Beirut ist hier wahrscheinlich auch nicht zu halten für die Franzosen. Nee. Tunesien. Ist das schön. Die Franzosen werden ja auch überall weggepusht. China. Hä, was machen denn die Franzosen? Ah, lol. Ah, Guangzhouan. Krass, totaler Border War. Und Japan macht noch gar nichts. Die anderen Nationen machen auch alle noch nichts. Also das ist hier echt richtig weird. Tschad gibt es jetzt auch noch. Was ist denn hier falsch gelaufen irgendwo mal? Bad Economy. Ist Estland hat schon wieder einen Bürgerkrieg. Hä? Ist gerade verarschen. Okay, das ist jetzt aber dieses Mal überhaupt nichts. Die haben ja jetzt. Wobei, die haben nur 4 Divisionen. Upper Volta hat sich ergeben. Tallinn, Hauptstadt zu verteidigen, ist mal eminent wichtig eigentlich. Offensive scheitert hier. Ja. Und jetzt können sie hier quasi ihre Gebiete gemütlich verteidigen. Könnte hier sogar versuchen, dort vorzustoßen, aber das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Barbary Tunis. Was? Was für ein Tunis? Barbary Tunis, Alter. Das ist hier falsch, Mann. Was geht in diesem Projekt ab? Ohne Witz, ich habe das noch nie erlebt. Wir spielen alle random. Wir spielen mit der Total Overhaul Mod. Die Total Overhaul Mod macht allerdings nicht diese ganzen komischen Entscheidungen. Mit hier Barbary Tunis und so. Aber was wir auch sehen, ist natürlich, dass die Achse, hier. Die algerische Koalition problemlos besiegt. Auch wenn es hier kurze Probleme gab, das dürfte sich jetzt auch langfristig erledigt haben. Aber solange Rumänien existiert, als... Lol. Hä, als ob. Als ob Rumänien kein Major ist. Macht keinen Scheiß. Wenn... Alter, stell dir vor. Wenn Algerien surrendert, ist der Krieg vorbei. Und Deutschland hat 73% WS. Weißt du nicht genau, wie sie das machen? Wenn Algerien und Algerien surrendert schnell. Da fehlt nur noch die Hauptstadt. Wenn die Hauptstadt fällt, dann war es das mit Algerien. Und die als einziger Major, da ist der Krieg vorbei. Was ist hier los? Ey. Ja gut, Polen hat letztendlich im Bürgerkrieg gewonnen. Das war's jetzt, oder? Ja. Ah, okay, Rumänien bleibt. Okay, Rumänien bleibt im Krieg. Nee, bleibt nicht im Krieg. Die konnten aber keine Gebiete von Rumänien erobern. Okay. Okay, aber trotzdem, krasser Shit.
Die Algerische Koalition existiert nicht mehr. Also schon, aber nicht mehr so richtig. Okay, für die Achse. Schon mal der erste wichtige Sieg hier im Jahr 1938. Aber noch einmal keinen richtigen zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem lustig zu sehen, wie das sich auch entwickelt hier. So, jetzt haben hier die Republikaner und die Carlisten ein bisschen Probleme, während das spanische Directory zurückgeprügelt wurde. Aber die Deutschen habe ich hier irgendwo gesehen mit Schiffen und auch mit Divisionen in der Zwischenzeit wieder. Jetzt, wo der Krieg natürlich vorbei ist, können Deutsche und Italiener und wahrscheinlich auch Franzosen eigentlich wieder unterstützen. Aber aktuell unterstützen tatsächlich nur die Deutschen. Ja, aber auch nur mit einer einzigen Division. Das ist jetzt hier. Ne, da sind. Okay, ne, drei Divisionen sehe ich hier. Drei deutsche Divisionen sind gekommen, um zu helfen, aber das war es dann auch wieder. Und natürlich die spanische Kommune gibt es auch noch. Viel Chaos. 1939 ist angebrochen. Japan auch noch nicht im Krieg. Wenig Kriege. Es ist heute das Projekt der keinen Kriege oder was? Keine Kriege. Projekt der keinen Kriege, ja. Okay, die Spanier sind raus, die Nationalisten. Die wurden gerade vernichtet. Jetzt kommt es zwischen Carlisten und Republikanern an. Das wird interessant. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich denke eigentlich natürlich die Republikaner. Aber die haben relativ wenig Manpower, ne? Carlisten sind stärker sogar, was die Manpower, die reine Manpower betrifft oder die reine Division. Aber das ist jetzt aktuell schwer zu sagen, wer das hier gewinnen wird. Afrika schaut auch richtig weird aus. Das sind ganzen kleinen Nationen hier. Mit Kamerun. United Kingdom, Liberia, Portugal, aber die großen Sieger hier aktuell sind die Achsenmitglieder. Deutschland auch hier oben mit Algier und Konstantin. Zwar nichts gebaut, oder? Was gebaut? Doch. Eine Sefek. Und ressourcentechnisch? Nix. 15 Eisen. Konnte man das nicht mal hier in der Übersicht irgendwo sehen? Ach da, lol. Bin auch so blöd, Alter. Das Dümmste, was hier rumlatscht. Ich bin das dümmste Krabbenvieh überhaupt. Ey, natürlich kann man das sehen, freilich. Was? Was für ein Krieg? Was jetzt wieder für ein Krieg? Sind die Franzosen schon wieder im Krieg mit Rumänien? Rumänien, Alter. Und gegen Marokko schon wieder. Ich habe die Kriegsbenachrichtigung gar nicht mitbekommen. Aber das dürfte dieses Mal ein bisschen anders laufen. Rumänien, Marokko und Kambodscha. Rumänien ist halt echt nicht schwach. Deutschland hat nur 104 Factories. Sie haben die Factories verloren. Deutschland ist so unfassbar schwach gerade, was Fabriken angeht. Die Wirtschaft ist komplett im Keller, oder was? Bad Economy. Ah, nee, die haben es verbessert. Die hatten Devastated Economy. Jetzt haben sie nur noch Bad Economy. Aber warum haben die gerade so viele Dings für Konsumgüter? Oh, Mefobills Payment Boys. Oh shit. Mefobills are no joke. Läuft aber bald aus. Ja, Mefobills unfassbar stark für Deutschland. Massives Build-up ermöglichen die, aber haben natürlich dann den Nachteil, dass du dann erstmal eine Weile das zurückzahlen musst. Weil man nicht sagen würde, dass Hitler das wahrscheinlich interessiert hätte. Wenn wirklich, das einfach nicht zurückzuzahlen. Wir haben... das sind einfach zwei Nonne-Lines. Das eine ist Saboris und das andere ist Sveno, wie der heißt. Heißt der so? Ne, das ist einfach so die Organisation oder das Glaubensbekenntnis. Wer hier gewinnt, ich habe keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Rumänien hat auf alle Fälle mal sowjetische Truppen in ihrem Gebiet drin stehen. Und die Sowjets und die Deutschen verstehen sich relativ gut, interestingly. Die haben ihre Beziehung sehr stark verbessert. Das kommt eben auch von der Total Overhaul Mod. Deutschland und Österreich verstehen sich hingegen gar nicht. Aber verwunderlich, dass da nicht mal der Krieg ausbricht. Aber vielleicht machen sie einen auf historisch. So, wir warten erstmal eine Weile, bevor wir hier Krieg erklären. Vielleicht, wer weiß. Wir werden sehen. Bulgarische Bürgerkrieg, die Republik von Bulgarien gegen Bulgarien. Ach so. Hier oben hat Estland mal wieder gewonnen, ja.
Der estische Aufstand, estische Bürgerkrieg wurde erneut abgewehrt. Zum Erfreuen der estischen Bevölkerung. Die Kalisten haben hier alles im Griff auf den ersten Blick. Wäre halt mal wichtig, dass man hier aufräumt, ne? Also man pusht weiter. Hat jetzt auch wieder einige Gebiete erobert hier. Kurz mal Switcheroo machen. Einmal zu euch gucken. Die werden jetzt hier immer weiter zurückgedrückt. Die, nicht die Kalisten, die, die Kommune. Ja. Frage ist, können sie es jetzt noch lange verteidigen oder nicht? Für die Kalisten ist es natürlich wichtig hier. Ja, die spanische Kommune ist aber stark eigentlich mit 105.000 Manpower. Also ich verstehe es eigentlich gar nicht, warum die so krass zurückgepusht werden. Die sind etwa genauso stark wie die Kalisten. Und die Kalisten sind etwa... Also es sind eigentlich drei gleich starke Bündnisse. Wobei die Republikaner ganz klar den Vorteil haben, dass man den Großteil dieser Gebiete hält. Und da auch nicht wirklich... Also man kann diese Gebiete komplett nutzen für Manpower und für Fabriken halt. Ne? Eine Million Manpower, 20 Fabriken... Okay, aber die haben auch Manpower. Ah, die haben keine Militärfabriken. Das ist der Unterschied. Weil ich jetzt hier gerade sehe, dass die Republikaner gerade ein bisschen Scheiße gebaut haben, glaube ich. Weil das war gerade eben noch nicht so. Okay, okay. Alles sehr interesting, was hier abgeht. Also ich bin wirklich krass. Krass spannend das Ganze. Was ist da los? Irgendwo gab es hier Kämpfe. Also, war immer noch Bulgarien. Der Bürgerkrieg, aber wie ich schon gesagt habe, das geht ganz klar hier für die Republik von Bulgarien aus. Oh, Italien ist Achse beigetreten und the Union of Greek Soviet Republics joined the European Pact. The Union of Greek... Okay, ja. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist der, aber wobei, das ist auch wieder schwierig, weil das sind alles nur mehr so Stellvertreterkriege, weil keine Seite hier wirklich... vollen Zugang zur anderen Seite hat. Griechenland hat halt ein Problem. Albanien ist natürlich der Achse jetzt beigetreten. Das wird auch darin enden. Oh, Österreich-Ungarn ist der Achse beigetreten. Oh, shit. Jetzt haben wir richtige Kavenzmänner hier, Freunde. Jetzt ist Österreich-Ungarn ihres Zeichens nicht so stark, wie sie gerne wären. Haben die ja nicht so... Ah, die haben noch ein bisschen was offen. Zwei Militärfabriken. Bulgarien ist ein European Pact beigetreten. Army Manöver. Manpower ist aber schwach. Ne, Manpower ist aber schwach. Gut, die könnten vielleicht auch mal anfangen, Truppen in Dienst zu stellen. Ne? Das wäre auch mal eine Möglichkeit, ihr Ochsen, Alter. Richtige Lemminge. Bulgarien ist der Achse beigetreten. Die Republik von Bulgarien. Eieiei, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt ist der Krieg da. So. Wie schaut's bei euch so aus? Mal so, Interesse aber nachgeschaut. Ja, jetzt kurz ausblenden. Das geht mir nicht hart auf den Sack, dass ich das hier die ganze Zeit anschauen muss mit den Meetings. Okay, ökonomische Decisions wollte ich nicht anschauen. Das wollte ich anschauen. Ist immer noch bad. Wie schaut's bei Deutschland aus? Ist auch bad. Ne, das ist nicht Deutschland. Auch noch Bad. 1,64 am Tag. Factories, die haben aber sehr viel mehr Civilian Factories. Das gibt dir nochmal 0,48 extra. Ist nur noch 0,36. Oh, jetzt verlieren sie. Was ist denn jetzt hier los? Die Deutschen verlieren gerade irgendwie Fabriken. Ah, hier oben ist natürlich auch Krieg angesagt. Also sie haben das schwächste Deutschland, was ich je gesehen habe. Aber dafür haben wir Österreich, Ungarn, Frankreich und Italien, ne? Griechenland hat Albanien zu Fall gebracht. Und Griechenland attackiert jetzt aktuell die Republik Bulgarien von hinten. Italien hat jetzt auch angenommen, tritt jetzt auch den Kämpfen mit bei. Ja, Österreich, Ungarn natürlich auch. Rumänien natürlich jetzt hart umkämpft hier an der Stelle. Die Offensive der deutschen und österreich-ungarischen Truppen ist erfolgreich. Luftüberlegenheit gehört hier der Achse. Und ich sehe amerikanische Truppen hier mitkämpfen. Das sind amerikanische Truppen. Aber die sind noch nicht mit im Krieg, ne? Ne. Okay. Das ist spannend. Freunde, das ist spannend. Ich habe überhaupt keinen Plan, wer hier gewinnt. Nulla plano.
Deutschen pushen hier oben auf alle Fälle Litauen weg. Ist auch nicht verwunderlich, weil Litauen hat keine Freunde. Also Litauen kann zwar teilweise verteidigen, aber spätestens wenn hier der Hafen fallen sollte, was es hier gerade den Anschein macht. Wenn der Hafen fällt, gibt es hier keinen Nachschub für die Russen. Keine neuen Truppen, keine Versorgung aus Vaterland, nichts. Und die haben es geschafft, die Deutschen, echt. Die Deutschen haben es wirklich geschafft. Haben jetzt hier die Sowjets abgeschnitten. Jetzt muss man halt hier die Hauptstadt halten. Ansonsten wird es hier relativ verlustreich, was hier geschieht gleich. Und Rumänien. Ah, hier. Was ist jetzt hier passiert? The Socialist Republic hat gewonnen. Das sind die, die auf Russlands Seite kämpfen. Und die republikanischen Bulgaren sind vernichtet worden gleich. Die German War Economy. Ah, jetzt geht's los, oder was? The Man Slovenia. War with USSR. Ah, okay. Das ist Sudetenland. Sparre. Aber Rumänien ist gebrückt. Rumänien fällt langfristig. Und da gibt es eine Naval Invasion der Franzosen gegen Griechenland. Da ist auch der Hafen im Besitz. Gibt aber erstmal keine Verstärkung. Wichtig wäre halt einfach nur, dass man den Hafen hier hält. Patras. So, Lithuania, also Litauen ist gefallen und das ist jetzt verlustreich für die Sowjets, das wird jetzt richtig wehtun. 62.000 Mann sind schon gefallen von den Russen, das wird jetzt gleich ein bisschen mehr sein, weil die haben jetzt hier keine Rückzugmöglichkeiten. 70.000 Mann. Ja, haben sich doch mal gesammelt, die Russen jetzt, aber wie gesagt, das gibt hier halt keine Hoffnung. Es ist hier, man ist hier abgeschnitten. Keinen Weg nach Hause. Deutsche Truppen mit einer Naval Invasion oder was hier? Die wollen hier Naval Invasion in Leningrad machen. Mutig. Ach egal, Dings ist halt gefallen. Aber die Russen versuchen es wieder zurückzuerobern. Und jetzt gibt es einen jugoslawischen Bürgerkrieg auch noch. Tritt da jemand eine Fraktion bei? Ich liebe es. Rumänien hält in der Zwischenzeit übrigens tapfer die Stellung. Da kommt keiner mehr durch aktuell. Es gibt doch keine Züge. Deutschland nutzt aktuell noch keine Züge. Hier oben bröckelt man noch durch. Auch mit Luftüberlegenheit. Also die Deutschen mit massiver Luftüberlegenheit in der Region immer noch. Und da kommt man dann auch durch. Ne? Sobald man sie irgendwo Luftüberlegenheit hat, kommt man durch. Hier unten, wo man sie nicht hat, kommt man nicht durch. Das ist halt der Nachteil. Russen werden immer weiter zurückgepusht. Da ist auch schon Versorgungskrise. Das Ganze hier hält man noch. Gegenoffensive der Russen wird gestoppt. Ihr seht das auch schon. Ausrüstung wird langsam ein bisschen weniger. Die eine Panzerdivision kann sich natürlich nicht verteidigen. Panzer alleine, ohne Freunde, ohne Hilfe. Immer relativ schlechte Werte. Da auf alle Fälle immer Infanteriedivision mit haben meine russischen Freunde. Das hilft. Ja, die Russen haben zuerst hier gegen gepusht, jetzt pushen sie dagegen und das scheint auch nochmal zu funktionieren. Ne, oder auch nicht. Es ist ja spannend, das ist hier ein echt faires Duell. Weil die Deutschen auch keinen direkten Frontzugang haben und hier ist auch so, dass die Deutschen weiter vorstoßen. Wobei jetzt hier gerade nicht mehr, man hat hier aber jetzt den Luftraum schon geswitcht. Man ist jetzt hier schon am Luftraum wechseln nach da drüben. Oh, versorgungstechnisch hier sehr, sehr schlecht, da können die österreich-ungarischen Truppen wieder vorstoßen. Frankreichs Invasion hier wurde abgewehrt. Italien macht aktuell noch gar nichts. Schaut es mit Italien aktuell so aus? Schau mal kurz auf italienische Seite. Auch hier Bad Economy. Papa Russland. Auch Bad Economy. Papa Britannien. Die haben very good Economy. Das wundert mich nicht, dass die Briten wieder sehr, sehr gute Economy haben. Gibt den Briten natürlich einen langfristigen Vorteil. Rumänien hat auch gerade in die Wirtschaft investiert. Die haben aber immer noch devastated economy. Klar, so Krieg schlaucht natürlich. Das Beste, was Rumänien passieren könnte, wäre eine Front mit den Rumänen jetzt für die Deutschen, mit den Russen, weil das würde natürlich sofort wieder die Russen auch auf den Plan rufen. Und hier läuft der Bürgerkrieg immer noch ohne Unterbrechung. Wen könnten die Rumänen ins Bündnis rufen? Oh, war das jetzt? Jugoslawien ist dem Europäischen Pakt beigetreten.
Und wahrscheinlich werden die anderen dann langfristig dem anderen Bündnis beitreten. Aber weißt du, sind Demokraten. Rumänien hat einen Nicht-Angriffspakt geschlossen mit der Türkei. Und jetzt ist natürlich schwierig für Jugoslawien hier. Er ist natürlich einfach überlaufen. Das ist interessant, dass die sich überall raushalten. Und dass die kein Bündnis beitreten. Die sind jetzt auch im Krieg mit, mit Bulgarien. Das ist jetzt der Nachteil daran, dass Deutschland denen den Krieg erklärt hat. Durch die deutsche Kriegserklärung an Jugoslawien sind die der europäischen Fraktion beigetreten. Durch den Beitritt zur europäischen Fraktion sind die jetzt dann natürlich auch verbündet mit denen. Und die haben jetzt natürlich auch den hier der Konföderation den Krieg erklärt. Hier oben brechen die Deutschen gerade komplett durch. Da sind die Linien gebröckelt, gefallen. Weiß nicht mal, die Luftüberlegenheit wirklich ist, weil da aktuell die Deutschen nicht mal die Luftüberlegenheit haben. Aber es reicht, um weiter vorzustoßen und die bulgarischen Linien weiter zu Fall zu bringen. Und die Russen haben das schon geblickt jetzt. Haben jetzt hier schon größere Truppen auch entsendet an die Front hier. Zumindest Odessa wird verteidigt mit einigen Divisionen. Und hier geht es immer noch zur Sache. Und hier sind deutsche Divisionen sogar eingekesselt. Aber seht das, Ausrüstung hier, ne? Da fehlt schon an einigen Ecken und Kanten. Jugoslawien dürfte kein allzu großes Hindernis mehr sein. Jetzt bin ich sicher, die werden sehr schnell surrendern. Ja, deutsche Manpower. 2,5% hat man. Da muss man bald hochgehen auf die nächste Stufe. Ansonsten fehlt es da an allen Ecken und Kanten an Truppen. Und Rumänien fällt Step by Step. Provinz für Provinz. Österreich, Ungarn, Deutschland, Frankreich, Italien. Das ist sozusagen die Mittelmacht. Das sind die Mittelmächte. Aber wirklich die Mittelmächte. Jugoslawien hat kapituliert, ging jetzt relativ schnell am Ende. Die jugoslawische Konföderation kann jetzt alleine kämpfen gegen den Rest. Vielleicht treten die irgendwann doch nochmal ein Bündnis bei. Who knows? Okay, griechische Truppen waren da. Interesting, dass da griechische Truppen waren. Griechenland wurde gerufen in den Krieg mit Jugoslawien. Ich denke mal, dass die jetzt dann jederzeit eventuell doch einem Bündnis beitreten könnten. Vielleicht sogar den Alliierten. Oh, das ist ganz knapp, dass sie nicht beitreten. Also viel fehlt da nicht mehr. Bisschen mehr Verzweiflung. Und dann schauen wir mal. Schaut sonst noch aus? Gut, da tut sich nicht viel. Unten ist mein Krieg mit Marokko. Marokko macht seine Sache ganz gut. Italien macht irgendwie nicht so viel aktuell, ne? Die Italiener sind zwar da mit 50 Divisionen. 53, um genau zu sein, aber ist es nicht so, als ob sie die Division auch wirklich stark einsetzen würden. Polen macht sich ein bisschen auf den Weg Richtung Faschismus. Nee, verliert. Oder? Warte mal. Nee, die verlieren. Die hatten Faschismus, aber das ist jetzt Geschichte gewesen. Und jetzt wieder die Gegenoffensive gegen die Russen. Also das ist hier ein Hin und Her. Die versuchen sich natürlich zum Hafen vorzuschlagen. Die versuchen natürlich einen Hafen zu erobern. Das muss aber natürlich um jeden Preis unterbunden werden, klar. Den haben Unassigned Divisions, by the way. Einige sogar. Also zwei. Da war eine kleine Naval Invasion. Hat aber nicht funktioniert, leider. Jetzt ist man natürlich hier auch in Bulgarien gelandet. Und da hier unter Peter dem Zweiten. Stabilität plus 10%, aber alles andere ist kacke. Aber macht einen guten Job, der kleine Boy. Macht einen guten Job. Gibt sein Bestes, bin mir sicher. Der russische Riese. Wir schauen uns mal den russischen Riesen etwas genauer an. Die haben Average Economy, das passt. Das ist neutral. Haben sich da verbessert. Oh, eine Frau. Nikolai Jessow. So eine Frau, oder? Irgendwas ist es auf alle Fälle. 190 Factories. 1,5%. Auch hier auf Volunteer Only. Eieiei. Also, ich bin schon immer überrascht, wie stark Russland ist.
Was die noch an Truppen rauspumpen könnten, rein theoretisch. Japan macht doch gar nichts. Japan hält sich einfach neutral. Kein Krieg gegen China, kein Krieg gegen irgendjemand anderen. Man kann auch jederzeit passieren. Aber aktuell nicht. Nächste Naval Invasion. Der Italiener dieses Mal, die sieht mir ein bisschen größer aus. Italiener gehen ein bisschen anders ran als die Franzosen. Man hat aber noch keinen Hafen, arbeitet aber dran. Ja, Athen ist gefallen. Und mit dem Fall von Athen, das tut weh. Oh, und sofort die Franzosen, oder? Und das jetzt? Okay. Militia. Milizen. Aber gescheitert mit ihrem Versuch. Patras ist gefallen und das könnte jetzt das Ende der Griechen bedeuten. Das könnte das Ende der Griechen werden jetzt hier. Langfristig. Hier unten im Süden hat man jedenfalls komplett aufgeräumt. Ich räume ja auch auf und zwar mit der Folge heute. Super spannendes Projekt. Richtig geil. Bin richtig hyped, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.